So, willkommen zurück zu der wahrscheinlich ersten Folge von 20 Folgen, die niemand sehen wird, weil ich sie neu aufnehmen werden muss. Das Modpack ist jetzt auf der für mich aktuellsten Version. Ich glaube, das war 3.14. Vorher war es 2.16. Wir haben doch ein wenig was verpasst an Inhalt. Das gucken wir mal. Also, das ist das erste Mal, dass ich das jetzt starte. Klick. Okay, es gibt schon mal ein Mismatch. Aber anscheinend nur zwei IDs, also zwei Blöcke. Ja. Bitte lass es nicht den Boden sein. Und das Jetpack. Das wäre keine schöne Kombo. Erlädt. Zu lange. Okay. Das sieht okay aus. Wir haben jetzt oben unsere Jetpack-Energieanzeige. Das ist schon mal sehr praktisch. Das ist neu. Sieht alles so aus, als wenn es funktionieren würde. Das ME-System läuft. Flüssigkeiten sind da. Alles super. Sehr schön. Außer es ist irgendwo ein Fehler da, der sich eingeschlichen hat, der erst später aufmerksam wird. Aber, ne? Bis jetzt sieht alles gut aus. Okay, was hat sich verändert? Ich habe gelesen, es gibt jetzt ein Armor Jetpack. Jetpack? Leather Strap? Was zur Hölle bist du? Used for making Jetpacks. Okay. Iron Armor Plating. Used to create Armor Jetpacks. Creative. Armor Hard Jetpack. Was? Ich will aber kein. Achso, da. Ich habe ein Redstone-Dingens. Wie baue ich dich? Partikel Customizer. Ach du Kacke. Achso, das ist nur, welche Art von Strahl hinten rauskommt. Ja, nee, das ist für mich uninteressant. Induction Smelter. Dich stellt man her aus neuen Eisenplatten. Dich stellt man her aus den neuen Eisenplatten in Iron Armor Plating Form plus 10x Bronze. Ja gut, aber wie kombiniere ich die jetzt? Wäre sehr schön zu wissen, wie. Use while sneaking to remove armor. Use to create armor jetpack. Ich baue einfach mal eins von denen. Gib mir Iron. Zim, 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 zim. Das ist ein Eisenblock. Gut. Armor. Da. Ach so, Tin in den Ecken. Ja, okay. So, so, so. Ich glaube, Tin haben wir ein wenig. 1500, ja. So. Das nehme ich jetzt einfach und benutze. Nein. Benutze mein Jetpack und benutze das. Ja, und so geht's los. Ja, ich kann daraus bessere machen, kann bessere machen, bessere machen. Aber wie kombiniere ich die? Das ist immer nur das Grundding plus Partikeleffekte. Ja, Pulverized Coal, daraus mache ich schwarze Partikeleffekte. Also, Tuberus Jetpack? Ach so, das ist das. Die Potato-Variante, die explodiert. Ja, nee, das will ich nicht. Ja, gut. Also, das ist schon mal eine Sache, die ich auch noch nachlesen werden muss. Dann haben wir jetzt noch den Auto-Packager. Der wurde richtig häufig erwähnt. Bau doch keine Cyclic Assembler. Das ist vollkommene Verschwendung und bla, blub. Und nimm doch den Auto-Packager. Den gab es bis vor 4 Minuten noch nicht in dieser Welt. Was erklären dürfte, warum ich nicht benutzt habe. Das heißt, wir gehen da rein. Du
da Autopackager. So, keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Ich denke mal, es wird Strom brauchen. Gucken wir. Ding. Hat sich nicht verbunden, braucht also... Oder? Hat sich verbunden, aber es hat kein Interface. Sehr irritierend. Okay. Das heißt, wir stellen dich einfach irgendwo hin und du exportierst uns Sachen da rein? Okay, ich brauche mal einen Exporter. Am besten einen größeren, wo ich vielleicht mehrere Sachen reinpacken kann. Basic Exporter, ja. Pre-configured ist nicht gut. Du da. Dann hätten wir gerne ein... Wir haben die alle verbraucht. Wir brauchen wieder ein Assembly. Da. 1, 2, 3. Rein mit dir. Raus mit dir, genau. Golden. Ganz kurz warten. Wo ist der Exporter hin? Exporter, du ein da lassen. Ja. Jetzt Golden. Runic Legends. Sachen gibt's. Der heißt gar nicht Golden Assembly. Basic, basic. Du, da, du, da. Precision. So, das heißt, wir setzen dich jetzt hier hin. Dahin. Machen dich da drauf. Verbinden euch immer ein bisschen anders, damit ihr währenddessen weiterarbeiten könnt. Nämlich so. Dann kommt hier der Exporter oben drauf und an der Seite wahrscheinlich irgendwo eigentlich noch ein Importer. Ich schmeiß jetzt mal Steine rein und lass Koppel draus machen. Nee. Aber was für Rezept? Wir hatten hier die Dinger, genau. Pulverized Iron. Exportiere bitte mal Pulverized Iron da rein. Vielleicht müssen wir das Ding auch drehen. Da ist ein Grid, das ich nicht anklicken kann. Und alle anderen Seiten sehen gleich aus. Okay, ich baue nochmal einen Importer und gucke dann mal, ob irgendwas passiert. Importer. Kein Flutimporter, normaler Importer. So. Du weg, du ran. Und ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt gucken kann, ob das funktioniert oder nicht. Das heißt, ich müsste jetzt hier das kappen. Genau, du hast kurz kein Rezept. Und jetzt muss ich gucken, ob Iron Dust Dinger herkommen ins System. Pulverized Iron Ore. Sollte jetzt verschwinden und es sollte Iron Dust mehr kommen. Tut's aber nicht. Sowas finde ich uncool. Wenn ihr einfach Sachen reinschmeißt in das Spiel, was nicht wirklich intuitiv leicht herauszufinden ist, wie es funktioniert. Aber normalerweise geht man davon aus, dass ein Block ein Rechtsklick-Interface hat. Also wenn es ein mechanischer Block ist. Vielleicht klappt das auch nicht mit dem ME-System, sondern braucht Pipes, oder? Braucht doch Strom? No? Oder es darf nur befüllt werden von der Seite, wo das da drauf ist. Ich guck nochmal wegen das. Iron. Ist immer noch 69. Pulverized Iron macht auch den Dust, ja. Wart mal.
Dust sammelt sich hier. Okay, wo ist der Exporter? Du hör mal ganz kurz auf, Dust zu exportieren. Du gib das hierher. So. Kommst du da rein? Iron. Ja, Pulverized Iron ist da. Pulverized Iron ist da. Es wird kein Dust-Block draus gemacht. Okay, hätte ich gerne einen davon. Tausche ich einmal die beiden hier um. Du weg. Du weg. Exporter da dran. Dust. Importer oben drauf. Ich sehe immer noch nicht, was er macht. Aber das könnte jetzt funktionieren. Schauen wir. Iron. 69. Nö. Funktioniert nicht. Das ist jetzt sehr frustrierend. Wir haben zig Versionsnummern übersprungen. Wir haben tolle neue Sachen. Und ich habe keine Ahnung, wie die alle funktionieren. Und kann das anscheinend nicht rausfinden. Oh, bei dem Overlay sieht man was. Also das Ding braucht definitiv Strom. Es hat nämlich 32 von 32.000 drin. Kann ich vielleicht beim Auto-Packager irgendwas hier nachgucken? Auto-Packager, Auto-Enchanter. Shift-Rechts, Shift-Links? Nee. Okay, ich probiere beim Iron Dust direkt, ob man das da vielleicht irgendwo sehen kann. Smeltery, Shape Crafting? Nö. Also es kann sein, dass es damit gar nicht geht, aber dafür hätten wir es primär benutzt, um die ganzen Erzsachen zu kompressen. Okay, also das Wichtigste ist überhaupt, dass der Patch soweit funktioniert, dass anscheinend nichts kaputt gegangen ist. Wir gucken jetzt nochmal kurz, ob wir jetzt hier neue Rezepte haben bei dem Squeezer. Und sonst könnt ihr mir dann gleich in den Kommentaren schreiben, was wir mit dem Jetpack machen müssen, damit er gepanzert ist. Und wie der doofe Auto-Packager funktioniert. Der ist nicht komisch. Der kommt mir so ein bisschen so vor wie die Open-Sales-Fluid-Geschichte. Es ist schön, ihn zu haben, aber er sieht bei weitem nicht fertig programmiert aus. So, du, Rezepte. Können wir uns hier nicht anzeigen lassen. Das ist ärgerlich, okay. Dann Seed Oil. Seed Oil. Squeezer und es hat schon mal viel mehr Rezepte da unten drin. Was haben wir da Schönes? Die Samen, die wir vorher auch hatten und die ganzen Hangar-Overhaul-Sachen, die 0,1 bringen. Die Standardsachen immer noch 0,01. Okay. Also wir können jetzt alle Hangar-Overhaul-Sachen komprimieren zu Öl. Ja, auch Sunflower. Und sie bringen 10-mal so viel wie die normalen Samen. Gucken wir weiter durch, ob es noch irgendwas ganz Tolles gibt. Oh, das scheint... Seed Oil Wooden Bucket. Ja, ein Bucket voll Öl bringt ein Bucket voll Öl. Das macht Sinn. Und ein Barrel voll Öl macht 10.000. Ja, gut. Okay, wir stellen das Ding jetzt nochmal um auf... Ich glaube Sunflower, das sieht bestimmt cool aus. Sunflower Seeds. Der ganze Rest kann weg. Weg, 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 weg. Dann müssen wir die ganzen Maschinen wieder umstellen, aber das ist okay. Bummi. Flup, 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 flup. Wie viel Samen habe ich? Da, 28. Ding. Gib ihm. Aber die sehen nicht ganz so beeindruckend aus, wie ich gedacht hätte. Ich dachte, die wären richtig schön groß und so. Die sehen irgendwie aus wie bei Plants vs. Zombies. Kleinen, putzigen Dinger. Die
nicht die Dinger aus Real Life, mit denen man Leute erschlagen kann im Notfall. So. Was hätten wir denn gerne? Wir hätten gerne unten den Planter eingestellt. Dich. Du arbeitest jetzt nicht mehr mit diesem komischen Hinterwäldlerzeug. Das da machen wir leer. Es wird alles gesqueezed. Du machst die hier überall. Kriegst davon welche und du exportierst bitte die Samen dahin. So, ich hoffe, das machst du auch. Achso, wir müssen erstmal alle wegmachen. Ding, 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 ding. Ich sehe nicht, dass er die Sache anbaut. Das wäre jetzt albern, wenn er die Möglichkeit hat, aus den neuen Sachen jetzt Samenöl herzustellen, aber der Planter damit nicht arbeiten will. Nix. Gar nix. Komm schon, Jungs. Warum machst du das nicht? Idle. Klick. Das ist nicht schön. Du hast genug Strom. Du hast die Samen. Ah, doch, da kommt was. Welche Samen war das? War es jetzt die Samen, die wir... Ja, das sind die Samen, die wir nicht wiederherstellen können. Okay, testen, 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 testen. Wenn wir euch jetzt hinsetzen und dann abbauen... Ah, okay, dann kriegen wir die anderen Samen wieder. Nicht essen. Wir sind nicht Foxmolder. Okay. So rum müsste das gehen. Jetzt haben wir 30 Stück davon. Die hauen wir rein. Und wenn die Maschine das gleich von Hand ab, also maschinell abbaut, dann dürften auch nur die hier entstehen. Diese komischen, die wie Schokodrops hier aussehen, das sind nur welche, die man bekommt, wenn man das Ganze mit Bomil macht. Also als Spieler, nicht als Maschine. So, das heißt, hier setzen wir die auch einmal alle. So. Und dann müsste es jetzt so funktionieren. Ich bräuchte nur noch eigentlich einen Samen, um den Exporter einzustellen. Klick. So. Der Rest kommt von alleine. Runter. Dahin exportiere bitte nicht die da, sondern die da. So. Können wir die Überschüssigen hiervon jetzt zerquetschen? Bitte nicht die hier. Ja, können wir. Sehr schön. Dann zerquetschen wir das ganze Zeug. Squeeze, 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 squeeze. Sehr schön. Und da kommt die erste Sonnenblume. Goodie. Ja, also, eine schöne erste neue Folge in der aktuellsten Version. Also in der aktuellsten Recommend-Version. Ich habe keine Experimentaldinger darauf geklatscht. Es scheint soweit gut stabil zu sein. Wir haben schon ein paar Neuerungen, die uns profitieren. Vor allem das Jetpack-Feuer sieht geil aus. Das war, glaube ich, vorher nicht so extrem. Jo. Aber zwei Sachen fehlen halt noch, die ich gerne von euch wüsste. Und zwar einmal das mit dem Armor-Jetpack und einmal mit dem Auto-Packager. Und was es noch so alles Neues gibt. Weil das waren nur die Sachen, die mir ad hoc eingefallen sind. Ich habe mir nicht alle Changelogs, also 16 Stück oder was das sind, durchgelesen, was da noch hinzugekommen ist und weggeworfen wurde und umgeändert wurde und so weiter. Also falls ihr noch irgendwelche tollen neuen Maschinen kennt oder dergleichen, die eingefügt wurden, immer her damit. Also bis gleich.